krass, ne? Stell mal vor, du schwimmst. Stell mal vor, du schwimmst da schön im Wasser und dann kommt dir so einer entgegen. Und will mal so ein bisschen an deinem Kopf rumnuckeln, Alter. Und guck mal, der Haken da oben. Was hat für ein fetter Haken ist, ey? Alter, was für Brocken. Das sind Schweine. Das sind Schweine im Wasser. Das sind Schweine im Wasser. Guck dir doch das. Da doch lieber Hecht angeln. Hier, sowas hier. Bäm, Alter. Alligatorhecht? Alter, wie wild ist das denn? Da hat der Alligator ein Hecht weggeflankt. Alter, guck mal, die Schuppung, Alter, das ist ja abgefahren. Das sieht aus wie eine Ananas. Ja, so. So sieht's nämlich aus, am Ladoga, Alter. Warte mal, wo ist denn hier der eine Dude? Da gab's doch diesen einen. Was ist das denn da oben, Alter? Was kommt denn da raus? Was ist das denn für eine eklige Scheiße? Was zur Hölle? Der kotzt jetzt den Aal aus, oder was? Was zur Hölle ist denn das? Underground Monster Fish coming out? Ist das fake oder was? Du kannst das doch nicht ausdenken. Irgendwie wird mir übel. Ja, aber ernsthaft, das ist doch... Es gibt ein... Grundeln. Da. Bevor die vertrocknen, schüttet er Milch rein oder was? Ein paar Blumen pflanzen. Thank you.
kommen aus dem Dreck kommen die alle raus und wollen ins Wasser wieder. Und von wo überall, ne? Dann ist mit Sicherheit irgendwie eine gewisse Zeit lang alles komplett überschwemmt. Und wenn dann das Wasser zurückgeht, verbuddeln die sich einfach. Und irgendwann kommen die wieder raus, ey. Alter! Bisschen Backpulver und Essig. Bisschen Ahoi-Brause reinschütten. Und jetzt hat er seine abgerichteten. Jetzt kommen seine abgerichteten Killerkrebse da rein, Alter. Und die entern einfach das Gebäude. Bam! Und da werden die schön die Aale erstmal rausgekloppt. Warte mal ab, Alter. Gleich kommen sie alle rausgeflutscht, die Aale. Da. Da hinten ist auch schon wieder einer. Ja klar, er sammelt jetzt einfach ein. Easy. So. Montag am Windenbach ist ja wohl klar, was passiert, ne? Am Windenbach, sag ich, an der alten Festung. Ist so, Raubfischer. Absolut überflüssig. Backpulver in so ein Loch reinkippen. Alter, du brauchst bloß den Köderfischeimer. Aber wild, ne? Ich suche einen so ein Du. War das der hier? Alter, die Rute. Die Rute, Alter. Und die Rolle da drauf. Das ist mal eine anständige Rolle. Ja! Gib ihm! Guck dir die Hut, guck dir die Rolle an, Alter. Come on, man. Here, put the rod down, put the rod down. Help me, help me. Put the rod down. Come here, man, help me. Oh, dude, not totally. Hold on, I got you. Up. Clear the other rod. Alter, Scheiß. Der hat das Boot an der Angel, genau. Alter, die Schnur da drauf. Alright, you guys. This is O'Gorman with Ramp Monsters. We got about a 500 pound Goliath. He might be bigger. Look at that rod, man. 500 Pound hat er gesagt. 250 Kilo Ding. Come on, baby. Come on, baby. Alter, der sitzt da drauf. Der hat das Ding zwischen den Beinen. Der sitzt hinten auf der Rute und hebelt das Ding da drüber. Jetzt guck dir mal an, wie dick das Rohr ist, Alter, Vater. Und oben jeweils eine richtige Rolle dran. Nix Schnurlaufringe. Nee, nur an dem ersten, ne? Alter, die Rolle. Ja, Mann! Gib ihm! What's that? Is there something on that? Pull that out. Alter. Scheiße, Alter. Moby Dick.
Der ist unter dem Boot, ey. Und die denken sich schon, Alter, mein Boot? Deine scheiß Schnur macht mein Boot kaputt? So, als wenn die Rute die Eier weghaut. Ja, Mann. Alter, guck dir das an, ey. Alter. Da. Big Goliath. Right there. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal, daneben ist das Boot, ey. Alter, was ein Brocken, ey. Alter, wie kann man sich denn gezielt Zackenbarsch, ne? Riesen Zackenbarsch, ne? Aber jetzt guck dir mal die Rolle an, Alter, was da drauf geht, ey. Da musst du halt überlegen, kaufst du ein Auto oder eine neue Rolle, ey. Ach du Scheiße. Und er lässt das Ding jetzt fallen. Schön. Hier beim Übergreifen. Flupp. Huch. Ja. Sorry. Ich bin dann mal weg, ne? Alter, sein größter Moment. Der größte Moment seines Lebens, Alter. Er durfte auch mal die dicke, fette Rute halten. Alter, Alter, ey. Ich hab den Dünn schon mit wegfliegen sehen, ist so. Guck mal, was er da macht. Ich hab auch mit angefasst. Guck mal, das ist so der, weißt du, zwei Leute tragen beim Umzug ein Klavier und er ist so der Dritte, der die Tür aufhält. Alter, ey. Ah. Jawohl, ey. Gib ihm. Der ist abgerissen. Kann das sein, dass der ab war? Da, das ist die Schnur. The hook actually didn't come off. I got the hook here. What happened was we got the Goliath, we got him belly up, we had him caught, but he was around four different pilings. Da ist er, der Hook. Da ist er, der Deadly Loop, Alter. Go over and under. Oh, schön Schleife dran tüdeln. One, two, I'm gonna do three times. Pull that tag tight. Reicht schon. Ja, bombensicher. That knot ain't going nowhere. Kommt mir das nur so vor? Also ich meine, der wird ja wissen, was er da macht. Aber ist das nicht ein bisschen wenig? Dreifach Ankerstichknoten? Meinst du, das reicht Godspeed? Stopp! Stell dir nicht so an, Alter! Oh, die Bremse! Guck mal, die Bremse! Jawohl! Alter, voll auf seine Eier. Drei Monate Flaute, hundertprozentig. Da geht gar nichts mehr danach, ey.
operating. Look at that thing. Beast. Alter. I'm so tired. I'm so tired. Mike, wake up. You gotta keep reeling, dude. Oh, sorry. Look at that Goliath. That's about a 200 pounder. Oh, da ist er wieder. Alter, was für Brocken. Was für ein Stress. Guck mal, da. Schön Barsch, Alter. Alter. Da ist er. He's gonna try it. He's gonna try me again right here. Alright, let me get down there. Can I hold that? Hold tension. Gleich fällt er mit rein. Das fehlt einfach noch. Flump. So eine ruckartige Bewegung. Sowas. Und der Dünne ist im Wasser. Genau in dem Moment bei der Übergabe. That's a Gorman with ramp monsters. Another blunker. Guck mal, der hat so geile Pünktchen, ey. Right at the ramp. Hand ab. Alter, der hat sein Arm da drum gewickelt, ey. Hand's bigger than my hand. It ain't the same fish. Confirmed. Jetzt hat er eben zweites Piercing verpasst. Krass. Krass, 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 ey. Ich glaube, die Videos sind immer gleich aufgebaut. Erster Fisch ist ein Ausschlitzer. Wie lange der wohl gebraucht hat, um so groß zu werden? Auch ein Ding, ne? Ja. Absolut richtig, Max, ey. Also wie gesagt, von der Größe her, wenn du einfach mal mit der Kuh oder sowas vergleichst, was ja auch schon ein Riesenviech ist. Und dann ist halt einfach wild oder keine Ahnung, was rennt denn wild irgendwie bei uns rum, was so groß wird, ey. Krass, ey. Das ist ein sweet spot right here. So geil, ne? Wie sie da einfach schön auf den Ruten sitzen, ey. Hammerhart, ey. Wahnsinn, ey. Meine Hand ist viel Drag. Literally a battle, inch by inch. He takes an inch, I get an inch. It's like, we're at the final stretch here, the last 50 feet of line. And it's a grind. I'm the guy that never quits. That's the problem. You got fish. Oh my gosh, he's coming up, dude. Ready? You got the leader? No, that's not a swim. Oh my gosh, dude. That's a bluefin right there, folks. He's 600 into our fish. Bro, he's giant, dude. Oh my gosh, bro. Drag off. Yep, drags off. Dude, you gotta go. Alter, wie geil das aussieht, ey. I'm going in. Hold your hat. Sunglasses. Look at the size of that bluefin tuna. Oh my gosh! What a monster! Alter! Look at the size of that bluefin tuna! Das Riesenauge auch, ne? Are you kidding me? Fetten Thunfisch, ey. Haben sie ihn gelandet, ey. Der Fisch mehr wert als das Boot. Ja. Krass, ne? So, ihr Lieben, Schicht aber wieder im Schacht, ey. Aber können wir gerne nochmal machen.